Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für den vor einer Woche vorgestellten jungen Schäfer und Heinrich wird ein neues Zuhause gesucht. Der Besitzer hat sich zwar gemeldet, Heinrich aber aus persönlichen Gründen dem Tierschutz übergeben. Heinrichs neue Menschen sollten Hundeerfahrung haben, denn der Jungspund hat bisher noch nicht viel gelernt. Er braucht liebevolle, aber konsequente Führung, dann wird er ein toller Begleiter. Heute stellen wir zwei Katzenkinder vor, die am selben Tag aber von verschiedenen Orten in die Arche Noah kamen. Das schwarz-weiße Katzenmädchen wurde am 21. September in Wechmar in der Goethestraße gefunden. Wahrscheinlich wurde sie im Mai dieses Jahres geboren, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Die Mieze ist sehr menschenbezogen. Es scheint so, dass sie bis jetzt ein Zuhause hatte, denn sie war von Anfang an stubenrein. Für kleinen Jackie werden die Besitzer gesucht. Vielleicht erkennen sie ja auch Nachbarn oder Bekannte. Sollte sich für die junge Katze niemand melden, sucht sie schnell ein neues Revier. Die zweite Vorstellung hat ein zuckersüßes, getigertes Katzenkind, welches ebenfalls am 21. September gefunden wurde, und zwar in Gotha in der Passauer Straße auf einem Schrottplatz. Katrin Mattes nimmt an, dass der kleine Nachwuchs einer freilebenden Katze ist. Er wird auf ungefähr 10 Wochen geschätzt. Für das niedliche Kerlchen wäre es sehr wichtig, jetzt Menschenfreunde zu finden. Er würde von klein auf lernen, dass die Menschen es gut mit ihm meinen und er bei ihnen in Sicherheit ist. Wird er in der Arche Noah größer, fehlt ihm der enge Kontakt zu Menschen und er bleibt vielleicht immer etwas scheu. Die wenigen Mitarbeiter haben einfach nicht die Zeit, sich intensiv um jedes Kätzchen zu kümmern. Das kleine Katerchen möchte kuscheln und Geborgenheit haben, das genießt er sehr. Vielleicht hat er Glück, und einem Katzenfreund fehlt gerade so ein Fellknäuel für sein Glück.